So, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch zu diesem Wachtmeister-Dude. Ich weiß bloß nicht mehr, wo der war. Ah, ne, dieses Haus. Oh, das ist dieses Haus. Ja gut, sprechen wir darüber nicht mehr. Ist das jetzt das richtige Haus? Ja gut, das ist die Herberge. Ich glaube, der müsste hier oben sein. Ja. Da ist er ja, der Meisterinspektor. Maxus. Habt ihr euch schon um alle drei Probleme gekümmert? Ja, haben wir. Du kannst dem Heiligen Kreuzzug berichten, dass hier alles in Ordnung ist. Wirklich? Glaubst du mir etwa nicht? Doch, doch. Es liegt wohl an meinem Beruf. Ihr habt mir aber ganz offenbar eine Menge eigene Arbeit erspart. Sehr gut. Dann gib uns jetzt die versprochenen Filar. Aber natürlich. Hier, bitte sehr. 5000 Filar. Gut. Dann kannst du jetzt ja deinen Bericht schreiben. Das werde ich. Danke nochmal für eure Unterstützung. Menschlichkeit gestiegen. Nice. Die Problemlöser von Basalan. Also habe ich drei Quests auf jeden Fall fertig. Feuer des Schmieds, Kinder der Natur, Wald der Schrecken. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal auf Shopping-Tour. Und wir kaufen auf jeden Fall mal neue Waffen. Ah, hier sieht aus wie zahlende Kundschaft. Netter Hammer, wo hast du den denn her? Oh, schön, dass es euch auffällt. Das ist ein altes Erbstück. Ein Hammer aus purem Aranium. Aranium? Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Nun, so wurde es mir zumindest von meinen Eltern erzählt, als sie mir den Hammer übergaben. Ich gebe gerne etwas damit an. Aranium klingt doch ziemlich mächtig, oder? Sieht zumindest ziemlich wertvoll aus. Ja, das wahrscheinlich auch. Also kann ich euch ein paar mächtige Waffen oder Rüstungen verkaufen? Ein Merit-Säbel. Abwehr, minus 10. Merit-Klingen. Krallen. Merit-Schwert. Wobei, ich kaufe mir gleich noch ein paar Rüstungen. Merit Helm. Oh, Rüstung. Komm, Helm, ich kaufe dir auch gleich. Schild und ein paar Stiefel. Macht mich halt auch schon wieder gleich ganz weitaus ärmer. Optimieren. Hey, 300 maximal Lebenspunkte und eine geringe Lebensregeneration im Kampf. Was hat er vorher gehabt? Schattenfeuer. Nisquirins. Erhöht sogar die Geschwindigkeit. Immun gegen Gift und verleiht Status Giftaura. Die Blutkosten verzaubern 5%. Okay. Wieso immer das Amulett des Goldmönchs? Will ich nicht. Immunität gegen Blutung. Reduziert Blutkosten um 5%. Das mache ich. Bei Lane ist es praktisch. Schwarzer Regen. Feuerresistent. Geschwindigkeit und Ausweichen. Eis- und Feuerresistent. Schutz vor Blindheit und Bluten. Ganz ehrlich, finde ich, war das besser. Nevermind, dann eins habe ich auch immer diese Waffen benutzt.
Ne, diese Ausrüstungsdinger benutzt, womit ich halt, komm, nicht schaffen, glaube ich auch. Das wird mittlerweile zu schlecht. Was zum Beispiel gegen irgendwelche Statuseffekte geholfen hat, wie zum Beispiel Lähmung oder sowas. Das war immer das Lästigste. Ich hab das gehasst. Wenn die einfach random gelähmt werden von irgendwelchen Gegnern. Elementarschildtrank. Was sprechen die Leute hier schon wieder? bis 100 Stück erwachsene Einweg- und Mundschutz. Hey, das sind die blauen Masken, weil ein paar gefragt haben. Morgens, ich wäre zwischen 18 bis 19 Uhr da. Ich kann nicht länger als 22 Uhr. Ich muss ja auch noch heimfahren und so. Wäre halt so, ich weiß nicht, 3 Stunden. Ne, 3, 4 Stunden geht. So, was gibt's denn hier noch für Orte, die ich besuchen kann? Aktivieren wir mal den sechsten Sinn. Ah, im Gebirge. Das ist wieder ein lüsternes Eichhörnchen. Auf dem Baum. Das ist ein Ätzchen. Okay. Machen wir natürlich den Schmerzriss. Und einfach rein. Rein da. Die sieht aber schon weird aus. Also. Dass es einen Schaden gibt. Und starke Seelen, ja moin. Gestern die anders weirden Gespräche. Ich hätte einfach bis um 8 Uhr gegen, holy shit. Nicht einfach mit den anderen, aber bis um 8 Uhr Quatsch, das ist. Anders weird. Also, mit denen habe ich jetzt echt kein Problem hier. Hey, da ist noch ein Vampir. Zwischen den ganzen Monstern, das finde ich auch immer gut. Ich finde es nur schade, dass es hier nicht mehrere Gegner sind, die in verschiedenen Maßen Seelen geben. Also, die halt, dass es mehr sind, mehr kleinere, die halt mehr Seelen geben, sondern nur so große. Gegen die ist halt einfach zu kämpfen. Aber von der Zweckmäßigkeit würde ich dann schon mehr kleinere bevorzugen, die mir halt einfach mehr Seelen geben. Muss ja auch von irgendwas leben. Ich weiß nicht, wie viel Seelen ich da brauche. Ich glaube wahrscheinlich safe 15 für eine so eine Sache. Das erste, was ich auf jeden Fall mache, ist, dass die
Vampirbegleiter einfach die AP behalten, nur das hat mega OP. Wer bist du denn? Seid ihr auch auf der Flucht vor dem Heiligen Kreuzzug? Nein, sind wir nicht. Aber du anscheinend. Ja, sie haben mich fast gekriegt. Ich konnte im letzten Augenblick den Soldaten ausweichen. Wo haben sie dich denn gefunden? Ein Stück südlich von hier. Ich bin überrascht, dass sie in der Gegend überhaupt Soldaten des Heiligen Kreuzzugs unterwegs sind. Vielleicht nur eine Patrouille? Möglich. Nun ja, sie sind vermutlich inzwischen weitergezogen. Ich mache mich auch bald wieder auf den Weg. Das solltet ihr auch. Ja, es ist an einem sichereren Ort, auf jeden Fall. Na gut, so ein Vampir zu finden ist zwar jetzt nicht so gut wie ein Pentagramm, aber immerhin besser als gar nichts. Und die Rune dazu. Da könnte man sich jetzt drum streiten, hätte ich gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das immer die beste Lösung ist, wenn ich die einfach mitnehme und folter, aber. Wer sagt denn, dass ich gute Ideen habe? Oh. Das hat mir nicht dieses Waldstück angezeigt. Dieses Waldstück sogar. Und es regnet. Oh, ein Führungsfresser. Okay. Jetzt probier mal den Schmerzriss. Schlafnebel. Oh, wieder starke Seelen. Also die gehen auch vom Kämpfen her. Das sind bloß diese Schlafzauber, die ich nicht so cool finde. Also auch wieder auf dieses Ding. Giftige Säureranke. Schlafnebel hört sich halt fies an. Er hat zwar nur eine Runde, aber trotzdem.
Oh, eine rote Kiste. Das ist bestimmt wieder Ausrüstung drin. Dann sehe ich ja, welchem Level das Gebiet ungefähr ist. Wieder so ein Virusfresser. Und dann machen wir einen Doppelschlag. Bildschirm einfach. It's double time! Oh, Todesstil. Oh, das ist wieder so einer. Ich meine, das ist auch immer zufällig, was da auftaucht. Feuermorast-Stiefel, Stufe 75. Das ist Gebiet für 70 ausgelegt, okay. Wundert mich dann auch nicht, dass die hier starke Seelen geben, also. Ich meine, ich bin hier fertig. Ich bin fertig. Komm, dann gehe ich gleich noch da oben. In diesem anderen Waldstück. Diese andere, anders unheilvollen Musik. Oh, da ist Helene sogar noch mit dabei gewesen. Waldspinne. Okay. Die greifen natürlich die große Mama-Spinne an. Und er macht einen Feuerschwall. Er verbrennt einfach die Spinne. Bash! Oha, die macht Damage. Die Mama-Spinne macht schon Schaden. Die macht wieder einen weiten Schwung und diesmal haut die Drache aber drauf. Konnten die Zombies nicht irgendwelche RP-Sachen machen? War da nicht irgendwo was? Mal. Oh, starke Seelen geben die. Eine Stärke und Angriffskraft gewonnen. Gut, Rune. Und es sind Videospinnen. Wer hätte es gedacht? Wilde Schläge. Ich geb dir keine Pflege. Oh. War nicht schlecht. Shh.
Okay, die Mama Spinne ist auf jeden Fall weg. Ist an der Stelle schon mal gut. Nice, ich habe mir noch gedacht, dass ich die töten kann. Das ist in dieser Runde noch. Ich beschwöre gleich eine neue Echse. Die wird den nächsten Kampf nicht mehr bestehen. Ja, die hat nur noch ein Lebenspunkt. Die sehen auch immer alle so genervt aus. Ist euch schon mal aufgefallen? Es hatten alle immer definitiv so einen richtig schlechten Tag. Jetzt schwingt sie wieder weit. Sie holt aus. Boah, das war jetzt schon ein bisschen unnötig eigentlich. Bam. Yo! Wieder vier starke Seelen. Wie viel habe ich denn jetzt? Naja, da kann ich in die Halle der Opferung gehen. Definitiv. Du Fluch. Halle der Opferung. Na, es war die Richtung. Behalten ihre Rachepunkte nach dem Kampf. Noch 30 starke Seelen. Alles klar. Wir haben 4 erhöht. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da 30 starke Seelen brauche. Ich mit 15 gerechnet. Zum Glück habe ich gerade noch 30 starke Seelen gehabt. Bedeutet ein bisschen mehr grinden. Oh. Ja, okay, Bruder, da muss ich aber ganz dringend los. Du sagst 100% nass. Ich weiß, dass der Feuerschwall nicht so viel bringt. Ein Gegner. Die könnte einen Wirbelwind machen. Gebrechlichkeit, Eisklinge.
Aber das tut jetzt weh. Gechillte Knochen. Okay. Was könnten wir denn jetzt machen? Der Feuerzauber. Besonders mächtigen Feuerzauber, der seine Eismagie daraus ausrichtet. Suche den Feuerzauber im Schneewald südlich, ganz im Südwesten der Welt. Okay, Feuer des Schmieds. Komm, statt Uldur. Wo war denn Uldur nochmal? Da oben. Dann fliege ich da mal hin.